Der ägyptische Innenminister Mohamed Ibrahim hat staatlichen Medien zufolge am Donnerstag ein Attentat überlebt. Aus Sicherheitskreisen verlautete, zwei Angreifer seien getötet worden, zudem gäbe es mindestens 10 Verletzte. Nach Angaben von Augenzeugen war ein Auto in der Nähe von Ibrahims Fahrzeug explodiert. Im staatlichen Fernsehen hieß es später, ein Sprengsatz sei von einem Gebäude ausgeworfen worden. Der Angriff habe sich in Nasser Stadt, knapp außerhalb des Zentrums von Kairo, ereignet. Ibrahim ist mitverantwortlich für das Vorgehen der Militärregierung gegen die Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohamed Morsi. Die Regierung hat in den letzten Wochen hunderte Muslimbrüder getötet und die meisten ihrer Anführer festgenommen. Sie wirft der Bruderschaft Terrorangriffe und die Anstachelung zur Gewalt vor. Morsis Anhänger weisen dies zurück und sprechen von einem Militärputsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten.